Ja, willkommen und willkommen zurück im Track Digital Workplace. Der nächste Vortrag von Verena Wagenfeil und Michael Paulus, beide von der DRV Mediengruppe, auch bekannt als Deutscher Fachverlag. Der Titel des Vortrags lautet Linzen als Inkubator in Zeiten von Corona. Und ja, die beiden in Summe kann man sagen, sind fast 50 Jahre im Deutschen Fachverlag. Die Einführung von Linzen als Projekt hat circa anderthalb Jahre gedauert. Von der ersten Idee bis zum Go-Live. Und das Interessante ist, die ersten anderthalb Jahre ist das Projekt eher langsam angelaufen, es plätscherte so vor sich hin. Aber im Frühjahr diesen Jahres und ja, aufgrund der aktuellen Situation hat das Projekt dann rasant Fahrt aufgenommen. Und wie das genau aussieht, das erzählen die beiden uns heute. Und freue mich drauf und ich übergebe das Wort. Ja, danke Alila und ich stelle dann zuerst mal Verena vor, Verena Wagenfeil, Kollegin von mir. Und jetzt? Hallo, achso, ja, ich dachte, du erzählst noch ein bisschen mehr von mir. Und der Michael Paulus ist an meiner Seite heute. Der Michael Paulus ist bei uns in der POM, da steht nochmal für Michael. Prozesse, Organisation, Moderation. Auch wenn ich immer behaupte, Panik, Ohnmacht, Mühsal. Genau. Und ich bin die Abteilungsleiterin in der Anwenderbetreuung. Ich bin Sorge dafür, dass die Leute wissen, wie sie mit dem Programm umgehen müssen. Noch ein paar andere, aber vor allem auch Confluence. Die DFV Mediengruppe, noch mal kurz. Vielleicht kennen Sie einige, viele vermutlich nicht. Um das ein bisschen in den Kontext besser einordnen zu können, würde ich gerade noch ein paar Worte dazu sagen. Ups. Menschen in ihrem Beruf und ihrem Geschäft erfolgreicher zu machen, das sieht die DFV Mediengruppe als ihre zentrale Aufgabe. Wir sind ein B2B-Unternehmen und 1946 gegründet, also schon ziemlich lang. Wir haben circa 940 Mitarbeiter im In- und Ausland. Es gibt 11 Wirtschaftsbereiche, darunter fallen Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Textilwirtschaft, Marketing, also ein breit gefächertes Spektrum. Und noch andere, und dort werden rund 90 Fachpublikationen verlegt. Das sind gedruckte Zeitschriften, digitale Angebote, E-Paper, Webseiten, Apps und Veranstaltungen sind auch ein großer Bereich bei uns. So, da. Ja. Wie ticken wir so? Das wäre jetzt so das Stichwort gewesen. Und wir ticken so, dass wir ab und zu mal Teile unseres Textes vergessen, weil ich habe natürlich eben nicht richtig Verena vorgestellt, weil da kommt noch das, was machen wir zwei hier eigentlich? Also wir kennen uns seit einigen Jahren hier im Verlag. Also ich arbeite schon seit 28 Jahren, Verena seit 19 Jahren da. Und wir haben uns richtig kennengelernt, erst in dem Kernteam der Einführung von Linzspin. Und das, was wir gleich nachher zeigen werden, ist natürlich jetzt nicht nur die Leistung von Verena und mir, weil wir wissen ja, es gibt Einzelbeiträge, aber eine Gemeinschaftsleistung. Das ganze Haus hat an solchen Themen gearbeitet und wir haben bei der Einführung ein Kernteam gehabt. Das war crossfunktional aufgestellt aus allen möglichen Bereichen. Ich gucke gar nicht in die Kamera. Wir zwei sind einfach jetzt als Vertreter dieses Inside-Kernteams da, das sich immer noch 14-täglich trifft und einfach das Produkt weiterentwickelt. So, und jetzt das Thema, was sind wir, wer sind wir? Also BC heißt Before Corona, wir sind tatsächlich ein Präsenzunternehmen, klassisch immer gewesen. Alles, was passiert, passiert bei uns im Haus. Und von daher war natürlich auch die Akzeptanz ganz am Anfang von Linzspin, so als so ein digitales Teil, etwas schwieriger. Also der Bedarf war schon mal sehr individuell. Viele haben gesagt, endlich haben wir eine Plattform zum Dokumentieren. Andere haben gesagt, endlich dokumentiert mal wer, damit wir uns informieren können. Und einige haben tatsächlich auch schon angefangen, darüber zusammenzuarbeiten. Also die Nutzung war sehr breit gestreut dadurch. Es gibt viele Menschen, die das bei uns im Haus nur sehr rudimentär nutzen und andere, die fummeln sich in jedes Makro rein, das es irgendwo in den Spin gibt. Und dementsprechend ist natürlich auch der Nutzen tatsächlich für die Mitarbeiter unterschiedlich. Einige informieren sich gerade mal über den Speiseplan und für andere ist es richtig existenziell.
Also da hatten wir schon mal ein gutes Erlebnis gehabt, so knapp ein Jahr nach der Einführung war Lynchpin mal so für drei Stunden nicht verfügbar, war irgendwie zusammengebrochen, ich weiß nicht mehr, was der Fehler war, aber einige haben dann tatsächlich angerufen und haben gesagt, wir können nicht mehr arbeiten, und bei anderen war es einfach so, die haben es nicht gemerkt. Also es war sehr unterschiedlich. Ja, und dann kam Corona. Hilfe, Verena! Ja. Gut, da wurde einiges anders, weil unser Präsenzmodell hat nicht mehr so gut funktioniert. Ein paar Sachen fielen weg. Kommunikation, wenn man es gewohnt ist, irgendwie auszutauschen. Ich habe die Seite in Ausgabe 25 verkauft, bis er über den Flur gerufen hat oder das in der Kaffeeküche erzählt hat, dann war das weg. Ja. Wieso ist er eigentlich? Genau, so funktioniert. Informationsaustausch, Präsenzkultur, die Besprechungen, die waren im Konferenzraum alle zusammen. Ja, und das brach nach und nach weg. Erst waren noch Teile da, andere schon in Quarantäne, weil sie gerade von der Dienstreise in Mailand zurückgekommen sind. Die mussten plötzlich auch irgendwie dazugeschaltet werden. Und dann irgendwann war auch fast gar keiner mehr da. Weg. Arbeitsorganisation. Bei uns heiß geliebt sind Laufwerke, auf denen alle Dokumente gespeichert werden. Und diese Laufwerke, die befinden sich im internen Netzwerk, auf das man nur sehr schwierig von außen draufkommt, weswegen das auch nur ganz wenige gemacht haben bisher. Ansonsten, wir haben eine Hauspost, ja, das heißt, da wird Papier von hier nach da gebracht. Geht gerade nicht mehr weg. Dann, man ist gewohnt, man ruft die Leute an, wenn man ein Problem hat, wenn sie nicht direkt mit einem im Büro sitzen. Aber das ging jetzt gar nicht mehr, weil es waren nicht nur die Leute zu Hause, sondern im schlechtesten Fall waren auch noch die Kinder zu Hause. Man konnte eigentlich gar nicht zu den gewohnten Zeiten arbeiten, weil die Kinder ja auch nicht in der Schule oder im Kindergarten waren. Das heißt, es mussten andere Zeiten gefunden werden. Man musste andere Kommunikationswege finden. Was haben wir da gemacht, Michael? Ja, wir hatten erstmal natürlich eine schöne Herausforderung. Also wir mussten einfach die Kommunikation aufrechterhalten. Wir hatten wirklich das Thema, neue Wege zu finden. In manchen Fällen haben wir vielleicht sogar noch bessere Wege gefunden. Wir mussten den Informationsaustausch auch einfach sicherstellen. Das lief natürlich zuerst mal top-down, also erstmal, wer kann denn an wen was kommunizieren? Erstmal zum Thema Lockdown und so weiter ging das natürlich alles top-down, aber dann früher oder später ging es natürlich auch kreuz und quer zu regeln. Das heißt, die ganze Arbeit musste organisiert werden, ohne eben Präsenzflurfunk und den lockeren Zuruf nebenbei. Dabei natürlich die Zusammenarbeit von plötzlich dezentralisierten Teams aufrechtzuerhalten. Also wenn man von Präsenz kommt und in der New Work Buzzword-Bingo-Blase eigentlich distributed Teams ein Thema sind, wo auch Experten dran scheitern, das war ein hartes Brot, das irgendwie hinzukriegen. Und dazu natürlich, wir mussten ja irgendwas tun, Umsätze brachen weg. Wie kriegen wir unser Geschäft wieder auf die Beine gestellt? Es wurden ganz neue Zusammenarbeiten geschaffen, um wirklich neue Konzepte zu schmieden, zu testen, zu verwerfen. Und dazu kommen nachher natürlich auch noch ein paar Beispiele. Dazu musste wirklich gemeinsam gelernt werden. Also gegenseitige Hilfe in neuen Konstellationen war eine Herausforderung, um neue Produkte zu entwickeln. Und dann natürlich auch, weil wenige Leute entwickeln was hinterher viele andere benutzen sollen, das Wissen auch in die Breite zu bringen. Und dafür ist E-Mail natürlich nicht ganz so gut geeignet. So, das war jetzt erstmal jede Menge Worthülsen. Und jetzt kommt mal ein bisschen Butter bei die Fische. So, was haben wir denn konkret getan? 300 Mitarbeiter mussten bei uns ins Homeoffice, beziehungsweise mobiles Arbeiten heißt es bei uns. Die waren aber gar nicht dafür ausgestattet. Ja? Also die wenigsten hatten einen Laptop oder ein Mobiltelefon. Das heißt, wir mussten erstmal Hardware ranschaffen. Das ist uns ganz gut gelungen. Aber wir haben nicht viele Mitarbeiter im IT-Support. Wenn immer mal ein Rechner ausgetauscht werden muss oder jemand neu anfängt, dann ist es auch völlig ausreichend. Aber wenn auf einmal 300 Leute irgendwie ausgestattet werden müssen, dann reicht es auch nicht, die Hardware einfach auszuteilen und gerade solche Sachen wie eine VPN-Verbindung einzurichten, den Leuten zu teilen, zu zeigen, wie das funktioniert, wie sie damit zurechtkommen. Wir haben dafür Lynchpin genutzt und
wir haben ja den Titel als Inkubator, wir haben plötzlich dadurch, dass wir halt diese Anleitung, was müsst ihr machen, wenn ihr den neuen Rechner bekommen habt, ihr müsst euch einloggen mit eurem Namen und hier könnt ihr euch den Token runterladen und hier findet ihr den Link auf für das Programm, das ihr braucht. Das haben wir also alles in Linchpin abgelegt, auch kleine Videos gedreht und dort abgelegt, um für die verschiedenen Typen von Mitarbeitern da Zugang zu schaffen. Und so haben wir tatsächlich viele Leute, die sich bisher echt verweigert haben, einfach dazu gezwungen, da vor Ort tätig zu sein, weil wir konnten natürlich, erstmal konnten wir es manpowermäßig nicht, dass sich da jemand exklusiv um jeden Laptop-Nutzer, der dann neu dazukommt, kümmert. Und zum anderen war das einfach auch eine Sicherheitsfrage, dass wir die nicht die ganze Zeit da neben den hocken lassen konnten, neben den IT-Mitarbeitern. Dann nebenbei mussten Videokonferenzen eingeführt werden. Wir haben auch angefangen mit Google. Da hatten wir dann das Problem, dass man dafür ja ein Google-Konto braucht. Das hatte aber nicht jeder Mitarbeiter oder wollte es auch nicht haben. Wir haben dann Zoom, GoToMeeting, weil je nach Kunde ist ein anderes Videokonferencing-System das Gewünschte, das Geforderte, das einzig Erlaubte. Und auch diese Dinge mussten alle organisiert werden. Das fing an mit, wie komme ich denn an eine Lizenz? Also diese ganzen Informationen haben wir dort abgelegt, sodass wir da auch einfach darauf verweisen konnten, weil ansonsten ja auch das Telefon ständig bei jedem in der IT klingelt, was dann ja auch gar nicht ging. Und zum anderen natürlich die Erklärung, wie benutze ich das überhaupt? Ja? Also Präsenzkultur. Ein Bruchteil der Mitarbeiter hatte bisher mit einem Videoconferencing-Tool gearbeitet und jetzt mussten es plötzlich alle machen. Jetzt mussten Redaktionskonferenzen per Video abgehalten werden, zum Teil mit einem Teil Präsenz, ein Teil im mobilen Arbeiten zu Hause vom Esszimmertisch. Das heißt, da hatten wir auch noch Bedienung von Videotonnen, die das dann übertragen können. Wie schließe ich die an? Wo kriege ich die her? Wir haben natürlich nicht für jeden eine eigene Videotonne, sondern es gibt halt eine Handvoll Videotonnen, die ausgeliehen werden können und damit man die reservieren kann. Das haben wir auch in Linchpin über einen Kalender gelöst zum Beispiel. Und wir haben die Eventfunktion genutzt, um die Kollegen im Umgang mit diesen neuen Arbeiten auch weiter an die Hand zu nehmen, einfach Mitteilungen der Geschäftsführung, die Videostreams gemacht haben und die dort eingestellt haben. Lunch and Learn, das ist bei uns ein Format, wo man sich normalerweise immer zum Mittagessen quasi trifft und jemand hält eine halbe Stunde Vortrag. Das war auch immer vor Ort. Das ging jetzt nicht mehr. Das haben wir dann über DFV Insight angekündigt und das heißt, natürlich auch die unsere Telefondatenbank hat eine andere Nutzung. Die Verweigerer, die es bisher gab, die hatten jetzt nicht mehr den Zettel an ihrem Bildschirm kleben im Büro, sondern die mussten tatsächlich jetzt mal in Confluence, in Linchpin reinschauen. Wie ist denn die Nummer von dem Kollegen, den wir anrufen wollen? So, ich schalte mal eine Folie weiter. Genug geredet. Michael, sag doch mal was zum Infofluss. Ja, also erstmal arbeitsfähig hatten wir sie einigermaßen, aber das war natürlich noch nicht alles. Also wir hatten, Verena hat es ja schon gesagt, uns relativ schnell darauf verständigt, intern zu sagen, okay, also manchmal sprechen wir von Linchpin oder von Confluence oder von DFV Insight, also unsere Linchpin-Instanz auf Confluence heißt DFV Insight. Das muss man vielleicht auch nochmal klären. Ja, babylonische Sprachverwirrung. Also wir haben uns relativ schnell darauf geeinigt, dass wir sagen, das ist der Single Point of Truth. Darüber läuft die ganze Information. Das heißt, wir haben erstmal sichergestellt, dass die
Informationen zu den Mitarbeitern in eine Richtung lief. Und dann haben wir gedacht, okay, es gibt ja auch noch eine andere Richtung. Und wenn jetzt jeder bei jedem anruft, der eine bei der IT, der andere bei ich weiß nicht wem, dann gibt es Chaos. Das haben wir gesagt, wir brauchen auch da eine Stelle. Wir haben also eine sogenannte Corona-Hotline geschaffen. Das war eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, wo wir dann gesessen haben und alle Fragen erstmal kanalisiert haben. Und natürlich, wie es so ist, eine Frage kommt dann zweimal, dreimal, dann können wir die gleich beantworten, brauchen nicht mehr der Experte zu beantworten. Er hat dann Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern. Und all diese Sachen haben wir dann natürlich auch irgendwann mal in FAQs gepackt und haben dann gesagt, okay, guckt erst mal da rein, wenn ihr eine Frage habt. Und das war ein Bereich, der ist sehr, sehr schnell gewachsen. Bei den FAQs ist es vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, weil zum einen ist es eine Erfahrung, aber vielleicht hat auch jemand einen Tipp für uns. Die Makros, die Confluence dahergibt, sind ein bisschen schwierig. Manche Kollegen, die arbeiten ganz gerne mit Steuerung F, also Browsersuche nach ihrem Suchbegriff. Das funktioniert halt leider nicht, wenn man das Erweitern-Makro hat. Hat man sehr viele Fragen, kann man nicht alle Fragen und so weiter ausformuliert auf die Seite stellen, weil dann hat man überhaupt keine Übersicht. Und diejenigen, die ganz gerne mal so ein bisschen rüberscannen, finden eigentlich gar nichts mehr. Also wir hatten da tatsächlich ein Thema, oder das existiert immer noch, das Thema, dass wir so ein bisschen die Frage haben, wie viele Seiten müssen wir machen oder wie ordnen wir das an? Und man sieht vielleicht diesen einen querliegenden Screenshot hier. Das ist nur eine von mehreren Seiten. Wir hatten also noch Seiten zum Thema Reisen, wir hatten noch Seiten zum Thema Kurzarbeit, weil das gab es bei uns auch und so weiter und so fort. Wir haben inzwischen tatsächlich auch mal einen Chatbot ausprobiert und klar, Seibert hat einen Chatbot, den fand ich sehr interessant, habe mich auch dort mit den Kollegen unterhalten, aber die Erfahrung auch dort war, wenn man keine riesige Datenbasis hat als Grundlage zum Füttern von so einem Chatbot und man hat ein wachsendes, dynamisches, extrem komplexes Themenfeld, wie nun mal Corona und Kurzarbeit jetzt war, muss man unglaublich viel Arbeit reinstecken, um über einen Bot, die bei uns halt gut 600-700 Mitarbeiter irgendwie zu befriedigen mit ihren Fragen. Es ist halt besser, wenn ich wenige Themen habe, eine große Audience. Da ist bei Seibert der Bot genau das Richtige, weil ihr habt nicht so viele Themen, aber er richtet euch an eine breite Masse. Bei uns war es umgekehrt. Deswegen haben wir dann irgendwann für uns entschieden, Chatbot, der bringt es leider irgendwie nicht. So, und dann hatten wir natürlich auch noch andere Themen, die wir versucht haben, über Linchpin sofort abzubilden, wie zum Beispiel, es wurden immer noch Leute eingestellt und auch die haben ja Fragen oder haben bestimmte Themen, wie füttert man die mit den richtigen Inhalten, und da wurde auch sehr schnell in Linchpin ein bisschen was oder einiges aufgebaut, um da auch die Präsenz unnötig zu machen. Jo, das gut. Wäre zu schön, wenn damit alles getan wäre, weil es ging ja noch weiter, Verena. Ja, Telefon. Wir hatten das dann so gelöst erstmal. Jeder, der nicht mehr ins Büro gekommen ist, hat sein Telefon umgestellt auf sein Handy oder seine Telefonnummer zu Hause, je nachdem. Hat auch nicht jeder ein Mobiltelefon bei uns im Haus. Wir haben nicht so viele Amtsleitungen. Also für die ganzen Mitarbeiter haben wir 100 Amtsleitungen. Das reicht auch im Normalfall eigentlich. Sind wir da noch nie in Grenzen reingelaufen. Jetzt war das aber plötzlich so, man hat umgestellt, mal ausprobiert, geht's, und dann war besetzt. Ja, das heißt, wir mussten irgendwie einen anderen Weg finden, als zu telefonieren. Ja, also das heißt, das war was wir wegbringen mussten. Das haben wir dann zum einen gelöst, ganz unterschiedlich. Also es gibt Bereiche, die haben wollten nicht noch eine weitere Baustelle aufmachen und Slack nutzen oder so oder das in WhatsApp machen, sondern die haben dann gesagt, wir hätten gern so einen Microblog und wir chatten da und tauschen uns darüber aus, was jetzt noch zu tun ist, vielleicht für die eine Ausgabe, die jetzt erscheinen soll. Was muss denn da noch gemacht werden, um einfach Telefon und auch Mails zu sparen, weil das, was man sonst nämlich vorher, wir erinnern uns an den Flurfunk, einfach mal rüber geredet hatte, das musste ja anders transportiert werden. Dann haben wir eine andere Lösung, war natürlich, wir telefonieren trotzdem noch, aber wir telefonieren nicht mehr über unsere Amtsleitung, über die Durchwahl, weil es ruft einer an und dann wird er weitergeleitet und ruft dann bei jemand anderem an über unser Haus, was nicht nur die Amtsleitung verstopft, sondern auch wahnsinnig hohe Telefonkosten verursacht. Also die sind echt massiv durch die Decke gegangen bei uns. Natürlich möchte aber nicht jeder seine, also ich möchte es auch nicht,
meine private Nummer in unser Linchpin Confluence DFV Insight stellen. Aber es ist okay, wenn meine vier direkten Kollegen meine private Nummer kennen für den Zeitraum. Dann haben wir einfach das auf geschlossenen Seiten kommuniziert, um uns darüber zu erreichen. So. Mal weiter. Michael, jetzt bist du wieder dran. Was haben wir denn noch gemacht? Genau, das ist das Schöne, dass nicht alles wir gemacht haben, sondern viele haben auch selber was gemacht. Ja. Also, ja, genau. Weil wir erzählen darüber. Ja, gut, dass du nochmal erwähnst. Ja. Das meinte ich jetzt nicht, sondern ich meine den Part ist auch also von der Organisation aus. Also nicht alles hat das Insight-Team, nicht alles hat das die Geschäftsführung gemacht, sondern manches Team hat einfach gesagt, als wir ankamen, braucht ihr Hilfe für dies und das? Nö, wir haben schon. Und das war eben so ein toller Effekt, den wir hatten. Also zum Beispiel die redaktionelle Organisation wirklich über einen Microblog, einfach wer wann wo was tut, ist. Ja, das war dann schon da. Die haben einfach gesagt, ja, wir machen das hier. Oder so ein Thema, ich meine, wir sind nicht nur ein Präsenzunternehmen, wir sind auch als traditionelles Unternehmen natürlich zahlengesteuert und Etatplanung vom Controlling, das ist normalerweise was, man sitzt sich vor Excel-Tabellen gegenüber und guckt sich tief in die Augen, das ging natürlich auch nicht mehr, dass einfach jetzt mal die Excel-Tabellen in den Spin geschmissen werden, mit dem GoEdit-Plugin abgewickelt und dann jetzt später über Videokonferenzen besprochen wurden. Das war am Anfang unmöglich. Dann schon im frühen Zeitraum, irgendwie im April, wurde damit angedacht. Und dann haben die es einfach gemacht und es funktioniert. Also es war toll. Oder so ein Thema wie Redaktion. Die haben immer ihre Morgenkonferenzen und jetzt wird einfach das Morning Briefing als PDF im Microblog gepackt, was natürlich auch noch den Vorteil hat, asynchrones Wissen, jemand, der später kommt, kriegt es immer noch mit. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es beibehalten wird. Oder für neue Technologien, die wir dann also angefangen oder auch einfach nur verstärkt genutzt hatten, wie jetzt der Podcast-Raum oder auch ein Videostudio. Da wurden dann Anleitungen und die Organisation auch Buchungen über Linchpin gemacht, was ratzfatz funktioniert hat, wo wir auch gemerkt haben, also zum Beispiel Videostudio, ist ein bisschen komplizierter, was man da so zu tun hat. Da lassen wir nicht mal jeden rein. Da haben wir dann tatsächlich auch einen Führerschein, den man machen kann. Da gibt es einen Kollegen, der macht dann über eine Videosession die Einführung, geht dann natürlich auch mal kurz mit Maske mit demjenigen in den Raum und erklärt das ganze Equipment. Also da haben die sich sehr schnell geeinigt, wie sie vorgehen wollen. Und natürlich, manchmal gibt es dann wieder Expertenfragen an einen Linchpin-Admin, wie kriegen wir das hin? Dafür war das Kernteam oder auch die Administratoren natürlich immer da und haben dann geholfen. Aber der Ideenreichtum von unseren Kollegen war doch toll, fand ich. Gut. So, ich möchte gerade, das ist jetzt noch gar nicht abgesprochen, Michael, aber ich habe ganz aktuell heute ein Zitat nämlich von einem unserer Geschäftsführer erhalten. Okay. Etatplanung, Stichwort Etatplanung über Controlling. Der hat original zu mir gesagt, das Confluence, das darf mir keiner mehr wegnehmen. Die Etatplanung über Confluence, wir sind einen Monat schneller als sonst. Ja, also die ist schon quasi abgeschlossen. Das ist doch mal schön. Coole Aber erstmal weiter. Hurra! Wir sind nämlich jetzt endlich arbeitsfähig. Also das haben wir gemacht. Damit hört die Arbeit natürlich nicht auf. Die Arbeit fängt nämlich jetzt erst an. Erst haben wir kurz geguckt, was brauchen wir dank Confluence schnell. Jetzt müssen wir gucken, was brauchen denn unsere Kunden jetzt? Der Fokus liegt aufs Externe. Natürlich, wir sind ein Medienhaus. Es sind jede Menge Corona-spezifische Artikel erschienen in dieser Zeit. Wie überall, man hat ja gar nichts anderes mehr gelesen. Und wir haben ganz viele verschiedene Branchen. Und die schreiben allerdings auch Artikel, die für andere Branchen interessant sind. Und daraus ist dann die Idee entstanden, solche Corona-Dossiers ins Leben zu rufen mit verschiedenen Schwerpunkten und Themen, Recht, Hygiene, was man sich da so vorstellen kann. Die sind dann zweiwöchentlich als PDFs erschienen und waren für Abonnenten und Newsletterbezieher. Und die Zusammenarbeit, wir sind hier in diesem Thema drin, lief über Bereiche in Confluence. Also Leute, die vorher noch nie zusammengearbeitet haben, haben plötzlich jetzt zusammengearbeitet und die Plattform dafür war einfach Confluence. So. Genau.
Da haben wir nochmal den Titel Inkubator für gemeinsames Lernen. Im Prinzip, das setzt schon früher an. Es ist eigentlich dieses Linchpin. Es hat richtig einen Schub gekriegt, einfach dadurch, dass jetzt der Zwang war, da war es zu nutzen, und hat uns in Richtung Digitalisierung einen gewaltigen Schwung nach vorne gegeben. So, Corona-Dossiers waren nicht alles. Genau. Die Business Guides, die waren, also während die Corona-Dossiers zeitlich sozusagen Informationen aggregieren, machen das die Business Guides einfach thematisch. Und das ist so der wesentliche Unterschied. Und da gab es halt dann zu spezifischen Themen, wie eben Betriebsabläufe oder Hilfsprogramme, je nachdem, was gerade aktuell war, auch bei Kurzarbeit, natürlich gemeinsame Aggregation von Informationen. Das wurde auch eben als PDF, als Heft sozusagen produziert, digital, und dann über Shopify vermarktet. Ich glaube, 25 Euro haben die gekostet, Gelinda, kann das sein? Ich glaube, so in der Größenordnung. Also es war jetzt nicht das Hochpreisprodukt, aber ich weiß zumindest, es wurde sehr, sehr gut angenommen. Und ja, da wurden also etliche mit produziert. Und dabei passierte eben etwas, was auch noch super toll ist. Also wenn man erstmal merkt, bereichsübergreifend, wir haben ähnliche Informationen, unsere Kunden haben ähnliche Bedürfnisse, also auch, das war vorher ja nicht so. Die vielen Bereiche bei uns, also ob wir jetzt Textilien mit Werbern oder Recht oder Immobilien vergleichen, natürlich ist das irgendwie alles was anderes, aber die Gemeinsamkeiten sind dann doch hochgekommen, und auf einmal hat man gemerkt, Leute, das könnten wir doch jetzt nicht nur da machen, sondern wir könnten das doch tatsächlich auch in unseren Produktionssystemen machen. Und diese Emergenz, die dabei rausgekommen ist, die fand ich schon beeindruckend, weil mittlerweile in unserem Web-CMS haben wir es. Also man kann Artikel von dem einen Titel locker ganz einfach mal eben in den anderen schieben oder teilen oder ziehen, je nachdem, wie die zwischenmenschliche Absprache war, wie die Redaktionen das sehen. Und in unserem Printsystem ist es gerade eben in Arbeit. Also das ist, fand ich beeindruckend. Gut. Anderer Kanal, im Prinzip auch ähnlich. Wir hatten, haben auch ein großes Standbein bei uns, sind Veranstaltungen. Bisher total Präsenz, absolut Präsenz, keine Webinare dabei. Die gingen nicht mehr. Dafür kamen als weiterer Vertriebsweg jetzt die Digital Talks dazu. Das heißt, wir hatten standardisierte Muster, die entwickelt wurden, aufs ganze Haus auf wieder ausgerollt für alle verschiedenen Branchen, die wir haben. Und das so schnell und smooth zu machen, dafür haben wir auch wieder dankbar auf unser Confluence zurückgegriffen. So, ja, ich glaube, das kann man jetzt lesen. Das ist jetzt nicht so spannend, wie wir das finanziert haben. So, das ist ja schon spannender, genau. Michael. Ja, weil auch ganz auf Präsenz will man ja nicht verzichten, wollte man nicht verzichten. Und deswegen wurde bei uns ziemlich schnell gesagt, okay, wir müssen irgendwas auf die Beine stellen. Und mit InfraZert, das ist ein Institut in Berlin, hat dann unsere DRV Conference Group, das ist eine unserer Töchter, die für die Veranstaltung zuständig ist, ein Siegel entwickelt und zertifiziert und vertreibt das letzten Endes irgendwie auch. Also es ist ein Katalog für 50 Maßnahmen. Man kann auch noch einen Nachhaltigkeitszusatz, also Clean, Green and Safe, dazu machen, wenn man nachhaltig das Ganze veranstaltet. Und als erster Veranstalter in Deutschland unter Verwendung des Siegels wurde tatsächlich schon Ende Juni die erste Veranstaltung durchgeführt, was doch recht früh war. Also die haben das ziemlich schnell aus dem Boden gestampft und sehr, sehr gut durchgeführt. Das positive Feedback von den Teilnehmern hat es also bestätigt. Es gibt dann auch immer mal ein Audit von dem Institut. Und also von der Größenordnung einfach nur, falls das jemanden von euch auch interessieren sollte, das Konzept greift so ungefähr ab ungefähr 100 Teilnehmern, und für Interessenten kann auch der Kontakt hergestellt werden. Also wir haben hier so einen Flyer, und den Vertrag würde man dann mit jemand anderem machen. Aber das soll auch der Werbepart für heute und zum Schluss gewesen sein. Aber das ist einfach ein tolles Konzept, was die da gemacht haben. Genau, jetzt sind wir fertig mit unserem Vortrag. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wir sind jetzt gespannt auf eure Fragen dazu. Und vielleicht kriegen wir noch so ein bisschen einen Austausch hin. Interessant wäre zum Beispiel auch zu hören, ist es bei euch ähnlich oder hattet ihr schon vorher ein Digitalisierungskonzept, das nicht Corona getrieben war, sondern jemand anderes gemacht hat? Genau, danke dir schon mal, Michael. Und ja. Jetzt sind wir gespannt.
Ja, danke, Verena und Michael, für den Vortrag. Im Chat gibt es bereits viel Begeisterung und auch Zuspruch. Also ich bin bedankt für den umfassenden Einblick und die interessante Vorgehensweise. Der Jan Priebe von Vago sagt auch, dass es bei Ihnen ähnlich war und es ist cool zu sehen, dass noch jemand den roten Faden hat. Genau. Gibt es noch konkrete Fragen aus dem Chat? Dann stellt die gerne jetzt. Vielleicht lässt sich ja noch dazu sagen, dass natürlich nicht alles so reines Singing and Dancing war. Also wir hatten durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen von dem ganzen Prozess. Also ich saß an einer anderen Stelle als Verena. Und bei mir haben sich halt diese ganzen Themen in der Corona-Hotline aufgebaut und entwickelt und fortgetragen. Und ich hatte so immer das Gefühl, wenn ich irgendwas gehört habe, Mann, das ist so toll, was die alles machen. Und die sind ja so offen und die gehen ja alles mit allem mit. Und als wir uns dann im Vorfeld unterhalten hatten, Verena, du hattest dann ab und zu doch aus deinem Blickwinkel andere Erfahrungen, gell? Naja, es gibt natürlich immer auch Kollegen, die sich schwerer tun mit neuen Technologien und neuen Arten des Zusammenarbeitens. Und es braucht natürlich tatsächlich auch starke Macher hintendran. Also zum Beispiel so einer von den Microblogs, worüber viel gechattet wurde. Wenn die zuständige Führungskraft in Urlaub war, da war da auch stumm. Ja, also das heißt, die kamen dann wieder und sagt, huhu, ist das tot hier? Und schwupp, dann war wieder, hat man dann gesehen, die nächsten Tage ging es wieder lustig weiter. Ja. Eine interessante Frage wäre auch, so als traditionelles Unternehmen in der Digitalisierung, wie ihr das geschafft habt, dass die Mitarbeiter da so mitgegangen sind und die Akzeptanz da größer und größer wurde. Ja, es ist im Prinzip der Zwang. Ja, also das ist, die Leute hatten ja selbst ein Interesse daran, von zu Hause zu arbeiten. Ja, also das heißt, dann hat man natürlich eine ganz andere Motivation, als wenn jemand sagt, so wäre schön, wenn ihr das mal hier irgendwie zusammenarbeiten würdet. Ja, das ist, denke ich, so der Haupttreiber gewesen. Natürlich gibt es auch welche, die sich da sehr schwer mitgetan haben und die dann einfach den Druck, weil alle es jetzt machen und nutzen, sich dann gebeugt haben. Ja? Also, und es ist natürlich was Neues und es ist eine Überwindung, erstmal sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn man gezwungen ist und es dann macht, dann ist es ja eigentlich immer so, dass es dann irgendwann auch Teil wird. Und dann lässt die Abwehr dagegen doch nach. Ja? Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, es gab natürlich auch viele, die gesagt haben, endlich kommt sowas mal bei uns. Also es ist, die einen hatten den Leidensdruck und die anderen hatten die Leidenschaft und sich gefreut, dass sie es endlich können. Weil wir gehen alle mit Smartphones in der Gegend rum, aber machen relativ wenig von unseren Kanälen vielleicht oder von unseren Medien, vielleicht auf irgendwelchen sozialen Kanälen. Da passiert also auf einmal deutlich mehr und so weiter. Also es war auch es hatte auch einen großen Anteil von positiver Annahme. Ich sehe sonst keine Fragen mehr im Chat, aber eure Kontaktdaten sind ja da. Also wenn im Nachhinein noch Fragen aufkommen, können wir sie alle gerne an euch wenden. Ja. Sehr gerne, ja. Gut, dann bedanke ich mich nochmal bei euch, dass ihr dabei wart, für euren Vortrag. Und gut, danke auch an alle, die da waren, fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Und euch für die Unterstützung. Okay. Genau. Gerne. Okay. Dann bis zum nächsten Vortrag. Jo. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.